Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. So, dann gehen wir mal hier raus. Da oben ist noch ein Troll, das weiß ich. Den baller ich jetzt weg. Wo ist denn der? Snapper? Was ist da in der Nähe? Lauf! Schön ins Gesicht. Was? Wenn man seine eigene Meinung glauben möchte, dann sollte man eine Religion gründen. Schön, was gibt's jetzt hier? Warum war hier ein schwarzer Troll? Was hat der verteidigt? Fuck. Ich sehe nix! Unmöglich. Unmöglich gibt's nicht. Wir haben nämlich einen Plan entwickelt. Schön. Nee, danke, wir sollen es heute sagen. Nein! Dreh dich doch um, du blöd Mann. Oh Mann.
Ja, voll ins Gesicht. Oh nein, bitte nicht, oh nein. Aggressiver Snapper, die kill ich. Das ist sicher eine Mission. Sehr schön. Telekinese, Verwandlungstrag, Schmuck. Mein Schmuck, den ich teuer verschenkt habe. Fuck. Ihr zwei habt euch gefunden. Schuss! Nice. Armbrust Blitzschlag, okay. Na na na, da ist noch eine. Bam.
Maximal Gesundheit, Amulett ist. Ja. Nichts Wichtiges. Ja, ich. Bison, geil. Schnappst den Gameboy und dann gehst du raus. Ha, erwischt, hast du gesehen? Ja, locker. Ich glaube, es ist nochmal eine Schüler-Studenten-Demo gegen Semesterbeiträge. Und sind einfach nach Hause gegangen. Zocken demonstrieren. Ja, überrennen, das gibt's nicht. Das war nur einmal, das war, wo ich das erste Mal Bisons gesehen habe. Ich dachte eigentlich, es wäre sowas wie Kühe, dass ich die one-hitte. War nicht der Fall. Ich wusste ja nicht, dass Bison so stark sind. Am Anfang. Wir rechnen schon damit, dass Kühe sich wehren. Nö, ich hab Spätschicht wieder. Ich hab die Woche wieder Spätschicht. Zeig dir, wie das geht. Oh nein, was für ein gebanntes Wort. Ich verpasst. So, was hast du denn Böses gesagt? Ich wusste also gar nicht, dass mein Bot funktioniert überhaupt. Keine Ahnung. Was hast du überhaupt gesagt? Muss irgendwas ganz Schlimmes gewesen sein. Der Bot ist noch nie angesprungen. Okay, nur ein paar Mal. Also Spam und WoW-Goldhändler. Weg mit denen.
Jetzt muss ich im ganz langen Text bei einem Wort, was er nicht mochte. Wie mache ich die Scheiße aus? Brauche ich nicht. Mir schreibt eh keiner. Nee, ist gelöscht auch. Der Text hat was mit differenzierter Diskussion zu tun. Wird gebannt. Eigentlich genauso wie geschrieben habe mit dem gebannten Text. Scheiße. Ja, ja. Auf meinem Kanal wird hier keine freie Meinung geduldet. Oh Mann, wie mache ich den Scheiß aus? Vielleicht kann ich es nachschauen, wartet mal. Leider nicht, nein. Leider kann ich das nicht lesen, nein. Muss ich mal später nochmal. Einstellung, Kanal, Videos, Chat-Option. Ich spiele mal weiter. Bin dabei, bin dabei. Ich habe dich wahrscheinlich schon 10 Mal gefragt, aber hast du Gothic 3 auch durchgespielt? Na, wahrscheinlich schon. Ah! Wahrscheinlich schon, sonst wärst du nie auf meinen Kanal gelandet, wahrscheinlich, wenn du keinen Gothic kennen würdest.
Gelandet, glaube ich, hier wegen Elex. Ah, okay. Das war auch cool. Ja, ist ja alles selber. Elex, Gothic. Es ist wieder Nacht, ich sehe schon wieder halt nichts. Das ist mein Problem. Nein, Horizon 1 und was? Horizon 2 und 3 unterscheiden sich stark von Gothic. Ja, Elex unterscheidet sich auch stark. So, Elex hat ja gar nichts damit zu tun. Da hast du ja ein Jetpack, Roboter, Ballerwaffen, Raketenwerfer und so ein Scheiß. Das ist irgendwie ganz witzig eigentlich. Das ist so ein Mix aus Mittelalter und Zukunft. Komm, ich treffe ja gar keinen von denen. Wo sind denn die alle? Ja, geht doch. Ich habe auch das Spiel im Nahkampf durchgespielt. Größtenteils. Das hätte auch Waffen gegeben. Wie gesagt, das war ganz witzig, weil du hattest Bogen. Also du hättest vom Bogen bis zu einem Lasergewehr gehabt, alles. Bogen, Armbrust, so Laserkanonen, Flammenwerfer. Konntest du schon aussuchen, mit was du schießt. Am Anfang hatte ich schönes Schwert. Zum Ende hatte ich ein Zweihandwaffe, weil das schöne Schwert hat einfach kein Damage gemacht. Schattenläufer, alles klar, komm her. Ich bin aber auch immer Nahkämpfer. Ich finde aber oft Nahkämpfer ist ein bisschen anspruchsvoller, das andere ist als so. Ganz ehrlich, wenn die Gegner in Gothic 3 nicht ein bisschen komisch programmiert worden wären, würde ich gar nicht so viel Bogen benutzen. Bloß gegen so einen Troll oder so, brauchst du gar nicht Nahkampf kämpfen. Leider. Sonst würde ich auch im Nahkampf durchspielen. Eine Bank, okay. Wobei Schmuggler, Paradeur-Agent, ist auch schon geil bei ihren Levelset. Haben sehr geile AOE-Attacken. Aha, aha. Thank you.
Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, wir weh, bin ich zu dumm für Milis. Irgendwie. Ich komme halt auf kein Damage. Durch das Moven mache ich eben kein Damage. Schuss. Bye bye. Sollte ein Schuss sein oder was? Das Blöde ist, Toaster ist in Region 1 der langsamsten Klassen. Ja, aber ist doch nicht schlimm, oder? Oder ist es schlecht? Mittlerweile, da weiß ich nicht mehr. Tolles Spiel. Cool. Ich frag mich immer, der schaut mir zu, da versteht er kein Wort. Das muss doch für ihn voll langweilig sein. Aber wenn es ihm gefällt, freut mich das. Okay, und der Wasserfall kann ich auf jeden Fall nicht laufen. Jetzt zünde ich mir meine Fackel an. Das nervt mir das nächste die ganze Zeit. Schau mal, wie viel Uhr? 1 Uhr erst. Oh fuck. Es wurde ja erst dunkel. Ja, ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, oder? Das reicht auch, das grob übersetze. So. Hast du es nicht benutzt? Mit deinen, weiß ich nicht, Eltern, Geschwistern, irgendjemanden, Kumpels. Ist doch gut, wenn du einfach eine Fremdsprache kannst, ohne sie großartig lernen zu müssen halt. Am meisten lernst du sie als Kind, da musst du sie nur quasi halten. Aber ich muss sagen, ich meine es auch nicht perfekt. Ich habe einen großen Akzent, habe ich gehört. Ja, okay, das machen aber alle. Ich glaube, das macht jeder. Das mache ich auch nicht anders. Sag halt das, wo mir das Wort zuerst einfällt. Naja, automatisch halt. Manche Wörter haben sie halt so eingebrannt.
So was wie ach so oder so. Das sage ich auch, wenn ich Russisch irgendwie rede. Eingedeutscht dann alles. Schwein, nee, das. Komischer Hornrammer. Na ja, bam. Also meine Eltern schaffen das schon, ich nur ich. Ich nicht. Meine Eltern schaffen das schon. Bleiben konstant auf einer Sprache. Auf Russisch meistens. Eigentlich immer. Und ich pack dann aus meinen Mix aus allem. Warum weckst du mich? Weil ich es kann. So, ich würde sagen, wir beenden mal hier unsere Folge. Wenn die Folge gefallen hat, lass mir doch ein Like und ein Abo da und schalte in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.